So, dadurch, dass es sich einige gewünscht haben, werden wir es jetzt doch mal machen. Wir machen jetzt mal ganz kurz eine Setup-Tour. Das hatte ich eigentlich die letzten Tage jetzt schon vor, kam aber noch nicht dazu. So, und zwar fangen wir ganz einfach an. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, deswegen gehe ich mal noch ein ganzes Stückchen zurück. Dann seht ihr mal, wie das Setup so im Kompletten aussieht. Na? Einmal hier Wand mit PCs und bla bla bla. So, wir fangen am besten aber von links an. Da fangen wir nämlich einmal mal an. Das ist der Arbeitsplatz, also was heißt der Arbeitsplatz? Das ist der Streaming-Mitspiel, sonst irgendwas Platz von meiner Freundin. So, die hat nichts Besonderes hier eigentlich. Wir können mal den PC hier anmachen, dass der auch ein bisschen hier vor sich hin leuchtet. Na, ganz normale Razer-Tastatur, ein hübsches USB-Mikrofon haben wir von Thomann. Was genau das für eins ist? Das ist ein T-Bone. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was genau das für eins ist. Ich kann es aber gerne nochmal unten reinschreiben, wenn ihr wirklich wollt. Ich weiß es wirklich nicht auswendig. Ich müsste jetzt raussuchen. Dann einmal hübsch Mikrofonärmchen und sonst irgendwas. Ne? Auch, dass er halt ordentlich Audio hat. Mit einem schönen Headset. Ist einfach nur für, ja, als Kopfhörer eigentlich. Ansonsten wird der für nichts anderes benutzt, also außer als Kopfhörer. So, natürlich ganz wichtig, Discord schon offen, klar, warum auch nicht. Und weil wir es haben, ist ein Touch-Bildschirm, ist aber derzeit nicht angeschlossen, deswegen funktioniert das gerade nicht. So, hier unten seht ihr es schon, da lunzen ein paar Kabelchen raus. Aber, naja, macht nichts. Ich habe eigentlich das meiste so ein bisschen versteckt, man sieht es hier gerade. Da ist auch hier ein Netzwerk-Switch, wisst ihr, ne? Ganz wichtig. So, gucken wir einmal noch hier an der Seite rein. Da haben wir einen Fertig-PC tatsächlich, weil ich zu faul war, einen zusammenzubauen und Teile derzeit rar sind. Immer noch. Deswegen hat sie hier einen Fertig-PC mit AMD, schieß mich tot. Da war eine RTX 3060, glaube ich, drin. Die habe ich aber inzwischen rausgebaut. Da ist auch eine 1070 Ti inzwischen drin. Dann geht's weiter, haben wir natürlich irgend so ein Billow Mauspad, eine Cherry, ganz wichtig, Cherry Funkmaus. Geiles Teil, muss ich sagen, die begleitet mich auch schon ewig, weiß nicht, wie lange ich die schon habe, keine Ahnung. Die gibt's einfach schon, ja, seit Jahren, sage ich jetzt mal. Okay, wie gesagt, Razer-Tastatur leuchtet auch jetzt fröhlich vor sich hin, da haben wir hier alles schön RGB, man sieht's vielleicht, ist es gerade vielleicht etwas zu hell dafür, aber... Naja, wir machen gleich rechts davon weiter. Ich muss hier irgendwie mal eine ordentliche Halterung dafür basteln. Das sieht katastrophal aus. Naja, egal. Soll eigentlich bloß verstecken, was dahinter ist. Ist nicht wichtig. So, links geht's weiter hier. Da haben wir unseren hübschen, natürlich Vodafone-Anschluss, der immer mal wieder ganz gerne ausfällt. Da sage ich jetzt nichts weiteres dazu. Natürlich hier auch ganz wichtig noch das Zeug aus dem Ü-Ei und hinten dran ein kleiner Kanister Benzingeld. Aber so. Dazu später mehr. Nee, eigentlich nicht mehr. Das war es nämlich eigentlich sogar schon vom Setup hier. Ich find das an dem PC so geil. Mit diesem RGB. Das gefällt mir. Ich mag RGB eigentlich nicht so, aber da sieht es einfach sick aus. Vor allem, ja, egal. Da unten steht noch ein kleines Lautsprecherchen. Ist nur für ein bisschen mehr Bums. Wisst ihr Bescheid, ne? Und dann geht es hier einmal links, rechts weiter. Wir fangen aber links davon an natürlich. Da starten wir einmal. Hier ist eine Tastatur. Hoppla. Jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Egal. Hier einmal Funktastatur und nebendran hier ganz rechts eine Funkmaus. Die ist für einen anderen PC, das sage ich euch aber gleich, wie und was und wo genau. Dann geht es weiter natürlich. Ihr seht es, vier Monitore. Das heißt, wir fangen mal ganz links an. Hier habe ich im Stream immer den Chat offen und die YouTube-Stats und was auch immer, wie auch immer. Hier oben, ihr seht es, OBS und FaceRig natürlich hier für die ganzen Durchschaltungen und sonst irgendwas. Ich kann auch jetzt gerne mal durchschalten, da sieht man es. Ich kann mal den PC ausmachen. Also ihr seht jetzt hier unten tatsächlich den PC-Bildschirm. Ganz wichtig, seht ihr den PC-Bildschirm. Das heißt, alles, was ich jetzt hier unten auf dem Bildschirm machen würde, wenn ich hier irgendein Fenster aufmache oder sonst irgendwas, seht ihr das hier oben auch. Und genauso zeichne ich GTA auf, sage ich jetzt mal. So. So viel dazu. Hier unten natürlich der Hauptbildschirm. Hier läuft immer GTA drauf oder beziehungsweise 5M. Sieht jetzt gerade ein bisschen grau aus, weil ich von oben filme, aber naja, so ist das halt. So, hier rechts habe ich immer die Serverkonsole offen im Stream oder Discord. Kommt drauf an. Einfach nur, um da ein bisschen den Überblick zu behalten, was da gerade so passiert, ne? Wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's. Machen wir jetzt wirklich mal hier von links nach rechts. Hier ist ein iPad. Das ist ein bisschen älteres, aber funktioniert einwandfrei. Richtig geiles Teil. Der Akku hebt ewig. Das Ding kann wirklich
3 Streams hintereinander ohne Aufladen oder sowas, kann das mitlaufen als Chat. Ist eigentlich nur als Chat-Backup gedacht, aber ja, ne, wisst ihr. So, hier in der Mitte, das ist eigentlich das Haupt-iPad für den Chat. Das heißt, wenn mal irgendwas ist oder sowas, da habe ich hier eigentlich die ganze Zeit den Chat auf und kann direkt immer drauf zugreifen, falls irgendwas ist. Ne, auch hier auf Insta und sonst irgendwas, aber ist eigentlich immer hier. Das ist wirklich nur als Backup, falls mal irgendwas ist oder so, keine Ahnung, kann ja sein. Hier in der Mitte noch ein kleines Wuffilein. Der ist noch nicht ganz fertig gemacht, der ist aus dem 3D-Drucker raus, aber hier sieht man's. Da sind noch so die ein oder anderen Teile nicht abgeschnitten und nicht fertig gemacht, aber ja, egal. Ist ja, oh, scheiße, ist ja nur, bleibst du jetzt stehen, ist ja nur Deko, ne? So, rechts davon, ich mache jetzt mal nochmal ganz kurz das Mikrofon hier auf die Seite, ist natürlich das Stream Deck. Hätte ich auch nochmal ein bisschen putzen können, aber egal. Haben wir alles drauf, was wir brauchen. Einmal Audio, Abonnentenzahl derzeit 1,41k, Wahnsinn. Einmal Face Rig an- und ausmachen, also den Husky an- und ausmachen. Hier kann ich den PC-Bildschirm an- und ausmachen. Die Abo-Einblendung, Husky, bla 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 bla. Wisst ihr Bescheid. So, habe ich noch Spotify-Steuerung hier. Spotify ist gerade nicht offen, deswegen funktioniert es nicht. Einzelne Musik, die ich noch einspielen kann. Ja, so weit, so gut. Ne? Hat eine ganze Weile gedauert, das alles einzurichten. So, rechts davon habe ich unseren wichtigsten Switch, sagen wir es mal so. Der ist eigentlich für alles da, was mit Streaming zu tun hat. Also der ist für den Gaming-PC und für den Streaming-PC. Aber dazu sage ich euch gleich, wie gesagt, mehr. Hier ist noch ein ultra altes Razer-Mauspad. Mit RGB-Beleuchtung. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Das ist ewig alt. Das, dementsprechend sieht es auch aus. Aber ich versuche es so oft wie möglich sauber zu machen. Weil, ja, man muss ja auch ein bisschen Ordnung halten, ne? So, jetzt geht's weiter. Einmal hier rechts, da habe ich die Lichtsteuerung. Das heißt, alle Scheinwerfer, die hier sind oder so, kann ich über dieses Pult, kann ich das hier steuern. Also verschiedene Farben und sonst irgendwas. Eigentlich ändere ich damit hier nur die Helligkeit. Aber das lasse ich jetzt mal so eingestellt, sonst wird es ja vielleicht zu dunkel. Man weiß es nicht genau. So, weiter machen wir mit einem Mikrofonarm. Da haben wir das Shure SM7B. Richtig geiles Mikrofon. Da oben steht auch tatsächlich noch der Karton. Hier. Lüpp. Ich kann mich von so Kartons tatsächlich nicht trennen, aber naja, egal. Ja, wie gesagt, ultra geiles Mikrofon. Kann ich nur empfehlen. Jeder, der Bock drauf hat, kann sich das Ding gerne kaufen. Kostet, glaube ich, auf dem freien Markt derzeit 370 Euro ziemlich genau. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber ich will kein anderes Mikrofon erstmal, weil, ja, reicht absolut, keine Beschwerden. So, Mikrofonarm natürlich, derselbe tatsächlich wie drüben bei meiner Freundin. Dann machen wir weiter, in der Mitte eine Razer-Tastatur. Das ist tatsächlich die Razer Black Widow Chroma 1. Also das ist nicht die 2er, nicht die 3er, sondern ist noch die erste, die kriegst du nirgendwo mehr, habe ich gesehen. Das ist auch die Tastatur, bei der ich das A repariert habe oder ja, kaputt repariert habe. Man sieht es vielleicht. Immer wenn Rot durchläuft, ja, fehlt Rot. Ja, ich habe eventuell die LED dabei geschrottet. Aber passiert, was soll's. Stört mich jetzt nicht weiter, die Tastatur ist geil und die bleibt auch immer geil. Vielleicht, wenn Razer gerade zuhört oder zuschaut hier, ich hätte gern die da genau nochmal bitte. Danke. So. Okay, hier ist das große Schätzchen, der Haupt-PC. Da sind ziemlich viele SSDs drin, ziemlich viele Festplatten und was weiß denn ich was alles. Einfach nur, um Dateien zu speichern. Ich habe natürlich auch noch einen externen Server, wo ich alles noch drauf speichere an Dateien und sonst irgendwas. Auch die ganzen Backups von GGH und sonst irgendwas ist alles entweder hier drauf gespeichert oder und, also eigentlich sind die gespiegelt, noch auf meinem externen Server, um die Dateiverwaltung ein bisschen einfacher zu machen, dass nichts wegkommt davon, ne? Also, dass immer alles da ist. So, weiter machen wir hier unten. Muss ich nicht viel dazu sagen. Hier ist ein kleines Mischpult für den Mikrofon. Eigentlich habe ich das nur einmal eingestellt und dann nie wieder umgestellt. Habe ich nie gebraucht. Also, nie umstellen gebraucht. Das ist eigentlich nur als Interface gedacht. Hier kleines Lautsprecherchen. Da drüben auch noch kleines Lautsprecherchen. Einfach für den normalen Sound, weil ich trage nicht den ganzen Tag Kopfhörer tatsächlich. Mag ich überhaupt gar nicht. Hier haben wir eine Box aus dem 3D-Drucker mit einem Haufen Stiften und Schraubendrehern drin, was man halt alles mal so zwischendurch brauchen könnte, ne? So, dann
geht's weiter. Hier neben unserem hübschen PCchen ist ein bisschen Kabelgewirr. Man sieht es, weil hier eigentlich alles zusammenläuft, was das Ganze verbindet. Ich zeige auch jetzt mal hinten dran noch, hier sind auch gut Macken drin im PC. Nicht wundern, das ist kein Dreck, das sind alles Macken. Weil der hat schon vieles durchgemacht inzwischen. Hier hinten dran sind sehr, 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 sehr viele Kabel. Da sind auch die ganzen Monitorhalterungen und sonst irgendwas. Aber da ist das ganze Kabelgewurstel und ich wüsste nicht, wie ich das da hinten anders unterbringen sollte. Deswegen ist das jetzt erstmal so und die Schaumstoffdinger sind davor. Das will ich auch so erstmal nicht ändern. Das bleibt einfach jetzt mal so. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Kabelgewirr, hier Scheinwerferkabelgewirr und sonst irgendwas. Das ist normal bei mir, das sieht alles immer so aus. Hier unten geht's weiter, man sieht's nämlich. Da geht's nämlich in diesen PC hinten rein. Und da kommt jetzt die Magic. Da entsteht die Magic. Das ist nämlich der Streaming-PC. Das heißt, das ist alles. Dieser PC ist dafür verantwortlich für alles, was ihr seht. Das heißt, hier ist OBS drauf, hier ist FaceRig drauf und hier sind die ganzen Soundtreiber und sonst irgendwas drauf, weil wir haben hier nämlich, ich setze mich mal kurz dahin aufs Sofa, haben hier nämlich eine ganz normale 750 Ti GTX, GTR, keine Ahnung, ne, GTR ist ein Auto. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Da ist eine ganz normale, stinknormale Grafikkarte drin. Eigentlich ein Billo-Ding, aber mehr braucht man tatsächlich nicht für einen Streaming-PC. Unten ist eine Soundkarte drin. Unter der Grafikkarte ist auch nochmal eine Soundkarte drin. Dann haben wir eins weiter unten drunter ist die HDMI-Aufzeichnungskarte. Das heißt, alles, was von dem PC kommt, geht über ein HDMI-Kabel auf diesen Splitter, geht dann einmal zum Hauptmonitor und einmal runter zum PCchen. Das heißt, ich kann hiermit immer aufzeichnen, selbst, also ich kann eigentlich immer streamen, selbst wenn der PC sich aufhängen sollte oder sowas, wenn der ausklinken sollte, keine Ahnung, wenn der kaputt gehen sollte, was auch immer, dann läuft der Stream tatsächlich immer noch weiter. Das heißt, es kann eigentlich, ja, eigentlich nie passieren, dass der Stream durch ein Spiel laggt oder sonst irgendwas. Dementsprechend habe ich auch keine Verzögerung oder sonst irgendwas. Zumindest so der Plan. Ja, wie gesagt, Game Capture Card, sonst irgendwas. Dann haben wir noch eine WLAN-Karte hinten drin. Die WLAN-Karte ist einfach nur dafür da, falls mal das Internet abkacken sollte, dann läuft der Stream tatsächlich auch noch weiter. Und zwar über mein Mobil-Hotspot, sage ich jetzt mal, also übers iPhone. Einfach nur, um den Stream am Leben zu halten, dass der nicht ausgeht, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich nur zur Überbrückung. Nicht, dass es einfach abrupt endet, ja, wisst ihr, ne? Ist schon mal passiert, will ich nicht nochmal, von daher diese Lösung. So, das ist auch tatsächlich der einzige PC, der innen beleuchtet ist mit irgendeiner blauen Beleuchtung. Habe ich auch damals gemacht, kann man tatsächlich auch ein- und ausschalten hier. Ich lasse es aber gerne zwischendurch laufen. Ich will das auch tatsächlich im Haupt-PC gar nicht haben. Das ist mir eigentlich zu viel Spielerei, was soll's. Das bleibt einfach so, blaues Licht, passt, bumm, zack, aus, fertig. So. Dann haben wir hier drüben noch das kleine süße Regal, von dem ich es vorhin hatte. Da haben wir unser, unser Kartonlager hier auch mit einer kleinen süßen Wasserwaage. Auch noch ein bisschen Zeugs hier, keine Ahnung. Hier liegt noch einiges rum, ein paar Aufkleber. Hier ist sogar noch ein Micro-SD-Halter für irgendein Handy, keine Ahnung, egal. Da haben wir Karton vom Shure SM7B. Da haben wir einmal den Popschutz davon. Dann einmal nochmal von irgendeiner Soundkarte, die im Streaming-PC drin ist. Bisschen Schaumstoff und zweimal das Headset tatsächlich von Razer. Einmal das Kraken X Lite und einmal das Kraken X. Also einmal die große Version, einmal die kleine Version. Die große Version hat, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau. Ich müsste mich nochmal erkundigen, welches ist. Ich weiß es nicht mehr auswendig, keine Ahnung. Aber nagelt mich darauf jetzt nicht fest. So, dann haben wir eigentlich nicht mehr viel zu zeigen tatsächlich. Hier unten tatsächlich ist noch ein Lautsprecherchen, auch nicht unbedingt riesig. Also ich wollte es nur mal sagen, der ist wirklich riesig. Die machen auch ordentlich Krach hier, die Lautsprecher, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, ansonsten habe ich eigentlich soweit alles gezeigt. Ich habe tatsächlich keine oder sehr, sehr wenig Kabel unterm Schreibtisch. Hier links sind die meisten, weil da geht es nämlich nochmal zu anderen Scheinwerfern. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch welche, mit denen ich noch was beleuchte. Aber ansonsten geht hier eigentlich nicht viel unterm Tisch entlang. Man sieht es, hier ist schön frei. Da hängt ein Kabel runter, was eigentlich nicht runterhängen sollte. Man sieht es hier. Da sieht man es. Das sollte eigentlich nicht da runterhängen. Aber ansonsten ist hier eigentlich ziemlich clean. Das heißt, ich habe keine Kabel zwischen den Füßen hängen, was mir sehr wichtig war jetzt beim Aufbau dieses Setups. Ja, weil, ne, will irgendwie keiner. Muss nicht sein. So,
Ansonsten war es das eigentlich soweit. Da hinten liegt noch ein altes iPhone, sehe ich gerade. Auch egal, brauche ich euch auch nicht zu zeigen, denke ich mal. Ja, ansonsten haben wir eigentlich soweit alles. Wie gesagt, die Funktastaturen, die Funkmaus steuern den Stream im PC. Deswegen kann ich auch unabhängig mal davon auch mal auf was anderes zugreifen. Ich muss auch sagen, tatsächlich, ich bin mir am Überlegen, wie ich das in Zukunft mache, weil mir gefällt das gerade so nicht. Ich hätte gerne noch die Möglichkeit, auf dem Streaming-PC auf den zweiten Monitor zuzugreifen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht schaffen wir das noch irgendwie, hier das ins Setup einzubringen. Keine Ahnung. Muss ich mir was überlegen. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass der Arbeitsplatz sowieso demnächst wegfällt. Weil meine Freundin zieht nämlich von hier, von diesem Setup, zieht sie nämlich einmal darüber, hinter diese Wand, dass wir uns beim Streamen nicht gegenseitig stören. Also, beziehungsweise ich stream und sie will mir nicht zwischen reinlabern. Und wenn sie zwischen bei RP macht und ich am Streamen bin, dann hört man das. Aber wirklich eindeutig. Also das versuchen wir jetzt ein bisschen zu trennen. Deswegen habe ich hier bald ein bisschen mehr Platz. Ich kaufe einfach noch einen zweiten Schreibtisch dazu, weil sonst, ich bin hier auch schon am Limit. Man sieht es, hier steht schon ein zweiter. Und das würde sonst nicht reichen. Deswegen kaufen wir den Schreibtisch gerade mal nochmal, stellen den auf die andere Wand. Da kommt dann das Setup, was hier steht, kommt da hin. Und ich habe hier vielleicht noch die Möglichkeit, hier irgendwie noch einen Monitor hinzustellen. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich werde mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Aber so viel auf jeden Fall dazu. Ah, genau, was ich noch zeigen wollte. Hier haben wir ja die Beleuchtung. Die ist ein wenig improvisiert, funktioniert aber perfekt, muss ich sagen. Weil die Kamera, die hier nämlich in der Mitte auf dem Bildschirm ist, dieses billige Mistding, die braucht ein bisschen viel Licht, dass Face Rig funktioniert. Deswegen habe ich die Kamera ziemlich gut von vorne beleuchten lassen, also mit sowohl dem Scheinwerfer als auch dem Scheinwerfer, dass ich ein bisschen mehr Licht von vorne habe, weil sonst wäre ja furzdunkel teilweise und Face Rig würde nicht funktionieren. So, und dann noch ein ganz kleiner Trick, den ich euch zeige, weil wir haben nämlich eigentlich eine recht große Wohnung, so im Großen und Ganzen, also recht offen. Deswegen habe ich tatsächlich, ich zeige es euch mal ganz kurz, hier einen ziemlich großen weißen Vorhang. Das ist tatsächlich brandhemmender Stoff, also Bühnenstoff, Molton heißt das Zeug. Ziemlich geil, war ein bisschen eine Qual, das aufzuhängen, aber ansonsten ganz cool. Das kann man auch hier schön auf und zu ziehen, ne? Wisst ihr Bescheid. Hier gehen auch noch tatsächlich, hier hinten geht ein 30x30 Kanal von Hager hoch. Einmal hier brupp, und gehen Kabel nochmal um die Ecke rum. Da geht es dann auch nochmal zu ein paar Lampen. Hier oben hängen auch noch zwei. Eine, um hier Licht für das Setup zu machen und eine, um hier den Vorhang noch ein bisschen zu beleuchten. Habe ich jetzt auf Orange gestellt, sonst sieht es hier immer so ein bisschen, ja, arg nach Flutlicht aus. So, und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen zu dem Setup. Viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich werde euch auf jeden Fall noch auf dem Update halten, wenn sich demnächst dann noch was tut. Ich habe auf jeden Fall vor, hier noch ein bisschen mehr von diesem schallisolierenden Schaumstoff hinzuhängen. Weil, ja, wir haben tatsächlich noch ein bisschen was, aber das reicht nicht für ein paar weitere Reihen. Also hier fährt gerade noch so ein bisschen was rum, das habe ich auch schon fertig gemacht. Tatsächlich mit einem 3D-Drucker hier so kleine Platten gedruckt, dass man das ordentlich ans Klebezeugs hängen kann. So. Ja, müssen halt auch noch ein bisschen Deckenhöhe überwinden, aber naja. Okay, das war's zumindest mal vom Setup. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns, bis dann, ciao mit V.